So, ja, moin. Weiter geht's. Planet Coaster im Karrieremodus. Diesmal der zweite Park, beziehungsweise immer noch der zweite Park. Mal hier kann ich ein bisschen Werbung für mich selbst machen. Machen wir mal für den da hinten. So. Gäste finden Whirly Rig sehr billig. Ah, 6 Dollar passt aber. Naja, hier brauche ich zwar keine Szenerie mehr, aber es sieht echt nackt aus. Und wenn es einfach nur so ein bisschen ein Gebüsch ist, das macht doch irgendwie deutlich mehr her. Und etwas Beleuchtung. Ach komm. Ja, so sieht es deutlich muckeliger aus. Ich mag irgendwie, wie das Ding geworden ist. Ist jetzt auch kein Weltklasse-Coaster, aber dafür, dass ich den im Szenario gebaut habe, bin ich zufrieden mit mir. Nächster Punkt an der Tagesordnung, Wegmanagement. Ich hätte gerne einen Rundweg hier rüber. Ich weiß nur noch nicht so ganz, ob und wie sich das realisieren lässt. Guck mal, das geht ja doch. Ja, das ist ein ganz großes Manko an Planet Coaster, wie ich finde. Man kann sich nämlich die Weghöhen nur sehr, sehr umständlich anzeigen lassen. Ach, es gibt noch gar nichts zu essen hier in dem Park. Das war bei Rollercoaster Tycoon irgendwie besser. So. Besucher wollen was futtern, geben wir denen hier auch einen kleinen Chief Beef. Den habe ich, wenn ich richtig im Kopf habe, auch aus dem Steam Workshop. So. Und natürlich gleich wieder Mülleimer dazu. Sonst liegt nämlich überall die Burgerpacke im Park rum und das will ich nicht. Und die Besucher noch weniger. Ja. Was können wir denn noch bauen? Nochmal ein Oktopus.
Oh, eine Wildwasserbahn könnte ich auch noch bauen. Ich glaube aber, ich mache hier so eine Action-Ecke, dann baue ich hier noch diesen Kickflip hin. Der ist auch ziemlich beliebt und mit dem kann man auch nochmal ziemlich gut Geld machen. Und der passt auch so ein bisschen zu diesem Kirmes-Style, der durch den tollen Arrow-Coaster da etwas entstanden ist. Ja, nicht direkt Kirmes-Style. So, ich glaube, da macht das sich ganz gut. Machen wir mal einen Eingang. Und einen Ausgang. Ausgang gleich hier hin. Ah, jetzt habe ich aber auch einen Weg, mit dem ich easy einen Premium-Pass hinzufügen kann. Wenn es in dem Park schon eine Möglichkeit gibt, einen anzubieten, dann mache ich das auch. Ich bin zwar im echten Leben irgendwo kein großer Fan davon, aber im Spiel selbst gibt es halt auch nochmal ein bisschen Zusatzkohle. Ja, gibt es im echten Leben auch. Deshalb haben das ja die ganzen großen Freizeitparks. So, Preis kann ich, glaube ich, für den Anfang $15 nehmen. Und dann kann ich hier mich um die Warteschlange kümmern. Guck mal, passen wir das farblich noch ein bisschen auf das, auf die Achterbahn an. Taugt das was? Kann man das so anbieten? Ich glaube, ich tausche den grünen Akzent mit dem roten Akzent. Ja, so gefällt mir das besser. Und auf geht's mit den Blumen. Ja, mein Timer ist auch wieder abgelaufen. Meine Viertelstunde ist vorbei. Ich mache jetzt noch hier die Blumen fertig und dann geht's nächste Woche wieder weiter.
mal gucken, wenn ich nur viertelstündige Videos mache, vielleicht, dass ich dann doch ein bisschen kürzere Zeitintervalle als eine Woche schalte. Ich weiß aber, dass ich, sobald die Vorlesungen wieder losgehen, deutlich weniger Zeit haben werde, regelmäßig Videos aufzunehmen. Und will es deshalb jetzt erstmal nicht übertreiben, dass ich später noch so ein bisschen was in petto habe. Wie jeder weiß, der Algorithmus ist gnadenlos. Wer nicht regelmäßig hochlädt, der wird in Irrelevanz vergessen. Haben wir jetzt hier die 100%? Ja, haben wir. Kickflip ist ja so teuer. Dann müssen wir doch ein bisschen runtergehen. Probieren wir es mal damit. Ich glaube, das wird dann gerade noch so akzeptiert. Ja. Dann vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Ja, mein Kater möchte auch erstmal wieder Aufmerksamkeit haben. Die kriegt er auch gleich. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut und tschüss.